einfach mal an der Rolltreppe stehen bleiben. Dort waren wir gerade in der Menschenmenge. In der ganzen Menschenmenge. Aki Running Sushi. Pinneberg oder Wedel? Wedel. Wir müssen nach Wedel. Und was hattest du mit Pinneberg gesagt? Ich habe keinen Schlüssel dabei. Ich hoffe, ich habe meinen Schlüssel nicht verloren. Hallo und guten Tag, ihr Kleinen. Ich habe ganz vergessen, gestern ein Feedback zum Konzert zu geben. Also ich fand, das Konzert war eigentlich ganz cool. Nur irgendwie standen wir viel zu weit hinten. Also wir waren schon früh genug da und hätten noch weiter vorne stehen können, aber wir standen viel zu weit hinten, weil ich gerne einen Platz gehabt hätte, wo ich mich also gegenlehnen konnte und mich da so hinsetzen konnte und so. Und es war einfach viel zu voll. Also da waren so viele Leute. Also der Club war einfach zu klein. Die hätten einen größeren Club irgendwie finden müssen. Das war ein bisschen doof. Wir standen alle ganz, ganz nah beieinander und es war so unglaublich heiß. Also man konnte sich wirklich gar nicht richtig bewegen oder seine Freude halt, kein Platz für seine Freude, die so, weiß nicht, wie ich das erklären soll, das war irgendwie viel zu eng alles. Aber das Konzert an sich war cool wieder, sehr energiegeladen und hat Spaß gemacht und so. Der Sound war auch nicht so gut, fand ich. Ich fand, Harry war viel zu leise, aber okay, ist ja manchmal so. Und ich habe auch irgendwie vergessen gestern, so Sachen zu filmen einfach. Zum Beispiel waren wir Sushi essen, davon habe ich gar kein Video gemacht. Halt so wichtige Sachen. Sushi ist doch voll wichtig. Und halt auch, wie wir da hingefahren sind und so, habe ich alles vergessen.
Ach, und ich sehe übrigens so aus, wie ich aussehe, weil ich gerade aufgestanden bin und gerade geduscht habe und so. Und ich habe gestern halt ein paar Sachen gegessen, die ich nicht essen darf. Und dann quillt mein Gesicht immer so doll auf. Aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, denn ich weiß nicht, ich finde es wichtig, auch mal zu zeigen, wie man eigentlich in Wirklichkeit aussieht. Ohne irgendwelche Filter oder Schminke oder so. Und deswegen habe ich beschlossen, mich auch so zu filmen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.